Es gibt wohl wieder Stress. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin unparteiisch und ich gucke es mir jetzt einfach nur gerne an, weil ich merke, dass da ja wohl wieder Böses in der Luft ist. Tanzverbot hat ein Video gemacht, sehe ich gerade. Widerlich, Orange um Orange verbreitet, ekelhafte Lügen gegen Lola und mich, Tanzverbot Highlights. So, ich habe gar nichts mitbekommen, was wieder passiert ist. Ich weiß nur, dass bei Twitter immer irgendwas ist, aber ich lese es mir auch fast schon gar nicht mehr durch, weil es so viel ist. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was jetzt wieder passiert ist. Was hat Kevin jetzt wieder gemacht oder was hat Hansi jetzt wieder gemacht? Nehmt euch doch mal gerne ein Näschen, hat mir ein Vögelchen gezwitschert. What? Orange Morange spendet 100 Euro. Hey, Tanzverbot, wann machst du und Lola mal einen Drogen-Haartest? Ihr beide nehmt euch doch mal gerne ein Näschen, hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Die Frage ist, ist die Donation jetzt echt? Weil jeder kann ja einen Namen hinschreiben. Das ist eh so schlecht eigentlich, ne? Guck mal, jeder könnte ja jetzt zu irgendwelchen Leuten, zu irgendwelchen Streams gehen. Könnte jetzt auch meinen Namen nehmen oder von jemand anders den Namen nehmen und einfach dann irgendeine freche Donation-Nachricht drunter schreiben oder auch Beleidigung drunter schreiben und sonstiges. Und dann denkt man halt erstmal natürlich, das kommt von der Person, weißt du, weil der Name da steht. Digga, ich raff diesen Typ nicht. Er spendet, er hat jetzt 200 Euro gespendet. 200 Euro, weil er mich verarscht will. Ey, ich raff es nicht, ist jetzt so aus dem Kontext. Vielleicht hat er auch nachgeguckt, ob es wirklich von ihm ist. Also man kann es ja nachgucken, aber im Endeffekt steht für die ganzen Zuschauer erstmal natürlich der Name da und man denkt natürlich, es ist die Person. Absolut random. Aber das ist halt, wenn man sich getroffen fühlt, dann fängt man halt einfach an, irgendeine Scheiße zu erzählen, um mich fertig zu... Aber Bro, ein Huni für einen Troll oder so ist schon respektlos, Bro. Du glaubst gar nicht, was so Zuschauer machen für Fitner, damit es Stress gibt und sowas im Internet und so, damit Beef entsteht und man Content dadurch hat. Glaubst gar nicht, was für Zuschauer das alles machen würden. Machen, weil man einfach keine Argumente hat, womit man mich sonst halt irgendwie anders angreifen kann. Deswegen, man weiß, halt einfach ob es in diesem jetzt, Loch ist. Sobald man irgendwas postet, hast du mehr Kommentare als Likes auf Twitter und so ist das halt. Und da muss man halt versuchen, irgendeine Scheiße über jemanden zu erzählen, damit alle Leute das glauben und dann hier der halbe Chat voll damit ist. Aber ich finde das schön. Und ich hoffe, dass sich da halt auch die richtigen Leute herauskristallisieren. Hier sind halt viele Namen bei, die ich jetzt nicht kenne. Aber ich wünsche mir, dass sich hier halt auch so einige unloyale Leute rauskristallisieren, die das jetzt auch einfach reinschreiben, weil sie denken, es ist cool, das jetzt reinzuschreiben. Die kann man dann gleich mit wegbannen. Wer will den Schnupfverbot bei Edeka sehen? Würde eher Hauptbahnhof dich sehen. Schnupfverbot, wann hartest? Schnie, schna, schnupfi, 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 schnupfi. Jetzt mal im Ernst, Leute, Kurzer sehen anders aus. Bitte mal 5 Minuten nachdenken. Was für Hartes geht nur auf Termin und was denn für 100 Euro und keine 100 Euro. Grüße von einem, der sich wenigstens auskennt. Dicker! Ich verstehe gar nicht. Ich würde jetzt gerne mal lieber eigentlich wissen überhaupt, ob er das wirklich donated hat, weil das weiß ich ja nicht. Das ist der geilste Hate, den ich jemals erlebt habe. Ich will einfach, dass das weitergeht. Bitte, bitte nennt mich Schnupfi, aber bitte mindestens 5 Euro. Rechtliche Schritte einleiten, ach, das juckt doch nicht. Eigentlich schlau. Das ist eine Sache, die funktioniert jetzt einmal und im nächsten Mal juckt sich niemand mehr dafür. So, das ist ja einfach so. Und die 4 Leute, die jetzt hier reinschreiben und so reinspammen, dass es so wirkt, als ob das jetzt so eine übergrasse Community ist, das juckt ja überhaupt nicht. Dir guckt niemand zu, außer Kick-Zuschauer. Ja. Eindeutig. Deswegen hat hier auch jeder einen Twitch-Account. Jeder, der reinschreibt. Nana, schill mal bitte! Nana, bitte! Nur wenn es richtig beleidigend wird, aber ich will das gerade nachvollziehen. Mhm. Ich find's jetzt nicht schlimm, aber ich raff nicht, wie das jetzt einfach random aus dem Nichts kam und ich auf einmal Schnupfverbot bin. Alter, so weißt du, ich bin gerade beim Moneyboy-Video, ich denk mir nichts Schlimmes, auf einmal 100 Euro Spende, 5 Euro Spende, 7 Euro Spende, alle nämlich Schnupfi. Wie random ist das? Mich hat noch nie jemand Schnupfi genannt und auf einmal innerhalb von 5 Minuten habe ich einen neuen Namen angenommen. Orange hat behauptet, dass du k***st und meinte, dass dich alle so nennen sollen. Ja, da hätte ich jetzt gesagt, Clip oder Lüge, Digga, weil das ist, Zuschauer machen so viel Fitner, Alter. Also ich sag ehrlich, wenn Zuschauer dazwischen nicht geben würde, dann würde, glaube ich, so viel Internetbeef gar nicht existieren, einfach nur, weil immer genau sowas halt gemacht wird. Ja, der hat das behauptet, der hat das in seinem Stream gesagt, der hat das in ihm gesagt. Ja, dann schick doch Clip rein. Aber das ist immer dasselbe. Die behaupten immer irgendwas, dass der und der was gesagt hätte. Oder da kommen solche Leute, machen Fitner und nehmen wirklich deinen Namen und donaten damit. Ne? Das gibt's halt auch. Ja, das ist auf jeden Fall das Erste, was man mir vorwerfen könnte. Tanzverbot der übelst drogenentnehmende Kokser. Passt. Du hast noch weiße Reste an deiner Nase.
besser mal wegmachen. Okay, das ist aber auch schon krasse Einnahmequelle gerade, ich sag ehrlich. Nein, Marv. Dankeschön für die 5 Euro. Da kommen gerade echt die ganzen Euros rein, Digga. Warte. Ich glaube, am anderen Nasenloch habe ich auch noch etwas. Ah, darauf muss mich erstmal jemand hinweisen. Ah, das ist schon echt böse, dass man jetzt in so eine Richtung geht. Das muss ich mal sagen. Also bis jetzt ist es ja immer im Internet geblieben so. Man hat natürlich versucht, so mit alten Sachen, Tweets, die ich mal 2016, 2017 geschrieben habe, versucht man mich immer wieder. Das ist halt das Geile so, weißt du, die versuchen mich halt, haben mich jetzt schon 4 oder 5 Mal mit den gleichen Tweets, die ich damals geschrieben habe, wofür ich mich entschuldigt habe, mit alten Videos und sowas. Da habe ich mich ja schon Reactions, sowas habe ich mich ja entschuldigt, dass ich heute nicht mehr dazu stehe. Die kramen immer wieder das aus. Jetzt funktioniert das nicht mehr, weil sich niemand dafür interessiert, weil die Leute wissen, wie ich drauf bin. Und jetzt fängt sowas an, Alter? Dass ich Koks ziehe? Owen Schwammisch sagt in seinem Stream, dass ich Koks ziehe und alle sollen herkommen und sagen, dass ich Schnupf. Klipp oder Lüge. Das ist so eine richtig typische Zuschaueraussage. Ich glaube gar nichts, bevor ich immer was gesehen habe. Wie heiße? Ich glaube nie, ich kann Zuschauernachrichten, egal bei wem, auch irgendwie nicht ernst nehmen, Digga, weil die alles Mögliche schreiben würden. Warum zieht dann Lola mit rein? Was meinst du? Er meint euch beide. Was ist das für ein ekelhaftes Stück Scheiße, dass er ständig meine Freundin mit reinzieht? Bruder, merkst du eigentlich schon, was für... Aber wenn er es natürlich wirklich gesagt hat, ich weiß nicht, was da jetzt wieder abgeht, dass das so durchdreht, aber ich kenne ja Kevin und Kevin sagt auch vieles natürlich unüberlegt, das ist halt Fact, ne? Das ist halt oft schon der Fall gewesen, dass Kevin meistens dann so direkt handelt und direkt was ausspricht, wo er sich dann vielleicht später so denkt, ja okay, vielleicht hätte es doch nicht sein müssen, so, ne? Ist klar, natürlich solche Aussagen müssen nicht sein, Digga. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich da alle gegenseitig mittlerweile bei Twitter provozieren, aber die provozieren sich ja wohl alle da schon so krass, dass sie jetzt, Digga, so eskalieren schon, dass sie jetzt, dass es schon auf solche Aussagen jetzt endet. Ich weiß nicht, was aber auch Tanzverbot vielleicht gesagt hat. Vielleicht hat er auch irgendwas richtig Dummes gesagt zurück, dass es auch irgendwie, dass genauso random war. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Von der Position du bist, es gibt keine Freundin, die mehr Angriffsfläche hat als deine. Ich schütze sie, indem ich sage, dass wir ein Problem miteinander haben. Ich sag sogar zu allen, dass sie ihr Maul halten sollen, dass sie nicht immer sagen sollen, was deine Freundin macht und dass sie damit nichts zu tun hat. Und du machst das jetzt das zweite Mal? Das zweite Mal ziehst du jetzt meine Freundin damit rein, die mit der Sache nichts zu tun hast? Die einzige Sache, die du mit ihr zu tun hattest, war, dass du ihr auf der Gamescom auf den Kopf geschlagen hast. Ja gut, dann auf das Thema habe ich keinen Bock mehr. Wo sie dich, kleinen Bastard, noch davor bewahrt hat, dich anzuzeigen, was sie durchaus gemacht hätten können. Ist sie nicht so dazwischen gerannt oder so? Ach, keine Ahnung, scheiß drauf, Digga, das ist schon wieder zu lange her. Das ist so dreist! Mich doch! Sag doch zu mir, dass ich kokse, das juckt mich doch nicht. Aber was ziehst du sie denn ständig damit rein? Bist du irgendwie... Okay, wenn das jemand zu mir sagt, okay, aber zum Beispiel zu meiner Chaya, da würde ich wild werden. Ja, normal, natürlich. Wenn es auf die Freundin geht, dann ist man natürlich sauer. Ich kann das verstehen. Also, gut, Kevin kennt sich damit auch aus. Ich meine, das Problem hat er ja auch jetzt mit Shaden die ganze Zeit. Und das nervt ihn natürlich auch, ist ja auch klar. Und das muss er ja auch die ganze Zeit immer schreiben, dass man sie da raushalten soll, weil sie ja nichts damit zu tun hat, weil ja sehr oft sie als bei Twitter als Argument genutzt wird, so zum Fronten, so richtig behindert, weil man so irgendwelche Bilder von ihr dann nimmt, von, ne, ihr wisst schon. So, das ist halt unnötig, das ist auch einfach kindisch, Digga, wenn du halt nichts zum Fronten hast und dann einfach so das nimmst. Deswegen wundert es mich jetzt, also wenn das stimmt, dann würde es mich wundern, dass Kevin jetzt auf Lola dann geht. Keine Ahnung. Aber ich weiß zu wenig darüber. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht selber auch irgendwie geshootet hat. Vielleicht hat Lola ja auch, vielleicht war Lola auch frech, weißt du? Dann macht es ja Sinn, dass auch Kevin was zu Lola sagt, weißt du? Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Aber theoretisch muss natürlich trotzdem, so eine Koks-Aussage muss natürlich jetzt nicht sein, ne? Das ist trotzdem klar. So. Aber ich weiß nicht, was Sansi auch gesagt hat. Ne? Wie geil auf sie? Hast du keinen Bock mehr auf deine? Weil du irgendwie gescheckt hast, oh Alter, doch schon ganz schön viel. Was ist dein Problem? Was zieht ja meine Freundin da ständig mit rein? Digga, ich raff es nicht. Ich sag die ganze Zeit, lass seine Freundin in Ruhe. Weil sie hat doch gar nichts damit zu tun. Was zieht dir meine immer mit rein? Was ein Loser. Hat so eine große Fresse. Und dann steht man vor ihm und er macht so und trifft noch eine Frau. Widerlicher. Wie gesagt, das war mich irgendwie... Ja, das mit der... Okay, das muss ich doch gut sagen. Ich war ja dabei, Digga. Das mit dieser Frau, das ist halt... Das war ja ein bisschen anders, ne? Das Ding ist... Die wollten sich fetzen und wenn man dazwischen steht, ob Junge oder Mädchen, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn man halt in dem Moment was abbekommt, weißt du? Das daran muss man ja rechnen, wenn man versucht dazwischen zu gehen, wenn zwei schon so Kopf an Kopf sind, weißt du? Da hat bestimmt auch, ich weiß nicht, wer noch dazwischen stand, Edis oder Fusco, der hat bestimmt vielleicht irgendwie auch was am Arm abbekommen, bestimmt kann sein, safe, weißt du? Wenn man dazwischen natürlich versucht zu gehen und dann passiert das.
Damit muss man halt leider rechnen, wenn man halt schon eigentlich der gute Mensch in dem Fall sein will und dazwischen gehen möchte. Deswegen, sie ist ja am Ende dann ja auch noch da. Von ihm ja auch weggeschmissen worden, ne? Das ist immer in solchen Situationen. Dass man mich irgendwie Kokser nennt oder was auch immer. Aber das Gute ist, ist was anderes, ne? Woher auch das jetzt random kommt, kein Plan, Digga. Digga, ich hab keine Ahnung. Lass mal die Freundin von ihr in Ruhe, bitte. Wir sind gar nicht auf demselben Niveau. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Wir sind nicht auf... Sie hat nichts damit zu tun. Die Freundin von Orange Orange, sie hat damit nichts zu tun. Null. Lass sie bitte in Ruhe. Was sagst du, wenn Edis kommt, der kleine Eier? Ich hab mit Edis nichts zu tun. Und natürlich, wenn ich von einem MMA-Typen stehe, natürlich habe ich keinen Bock auf Stress mit jemandem, der gar nichts damit zu tun hat. Ihr ganzen Laberköpfe, Alter. Das finde ich fies. Das ist, also das macht mich jetzt wirklich sauer, dass er jetzt zum zweiten Mal meine Freundin damit reinzieht. Obwohl sie damit nichts zu tun hat. Obwohl er sie geschlagen hat. Ob absichtlich oder unabsichtlich, kein Plan. Das wurde ja nie erwiesen. Das ist... Hey, warte mal, was? Was? Er jetzt zum zweiten Mal meine Freundin damit reinzieht. Obwohl sie damit nichts zu tun hat. Obwohl er sie geschlagen hat. Ob absichtlich... Ach Gott. Oder unabsichtlich, kein Plan. Okay, sorry, die Aussage finde ich halt, ne? Ich bin ja da langsam auch, das finde ich auch irgendwie dumm. Weil ich stelle mich jetzt gerade nur vor, so wenn ich eine Situation wäre und ich müsste mir jedes Mal anhören, ich hätte eine Frau geschlagen, weil ich mit einem Typen Beef habe und man schon Kopf an Kopf ist, so richtig so, ne? Und dann Leute natürlich versuchen dazwischen zu gehen und du willst dann den Typen treffen und weil 1000 Personen dazwischen stehen, triffst du halt noch andere, weißt du? Das würde, ach Digga, nee, finde ich nicht. Keine gute Aussage, das weiß man auch. Man weiß auch, wenn man versucht, zwischen Schlägereien zu gehen, dass man selber abbekommen könnte, das weiß jeder. Deswegen gehen viele auch nicht bei einer Schlägerei dazwischen. Oder wenn man sieht, dass es gerade schon kurz davor ist, weißt du? Deswegen jetzt zu sagen, dass man extra das Mädchen geschlagen hat, finde ich nicht gut, Digga, weil man kennt solche Situationen, man weiß, dass es nicht extra ist. Das ist Quatsch, Digga. Das ist wirklich Quatsch. Weil ich meine... Ich glaube, er hat sie ja auch nicht extra zu Boden geschmissen danach, ne? Weil danach, wo er weiter ausgerastet ist, haben sie auch versucht, ihn zurückzuhalten und er hat sie doch auch weggeworfen, die ist doch auf den Boden geknallt dann. So, das war ja auch nicht mit Absicht so, theoretisch, weißt du? Das war, weil man so im Modus war, Digga, man war mit Hass unterwegs und so, deswegen weiß ich nicht, Digga. Da ist viel dumm, da passieren von beiden Seiten passieren einfach viele dumme Sachen. Das ist einfach, das schaukelt sich immer nur höher durch Zuschauer. Und Schmunsch hat Insta-Story mit Schnuppi gemacht, also glaube, das stimmt das? Ja, dann ist es natürlich dumm von Kevin. Das ist, ja, das ist aber auch wieder so, ja, er macht wieder unüberlegte Aussagen. Ich weiß nicht, vielleicht war er da wieder auch im Modus und so und dachte sich so, ja, wäre jetzt witzig. Vielleicht später dann denkt er sich auch, so hätte nicht sein müssen. So kenne ich zumindest Kevin. Ich weiß aber nicht, wie er jetzt aktuell gerade drauf ist, so. Aber, und was bei denen zwischen denen alles noch so vorgefallen ist, weißt du? Aber die schaukeln sich da auch gegenseitig wirklich so ein hoch gerade, weil die sich provozieren bei Twitter und überall, ne? Das ist so geisteskrank. Ich habe gerade nur geredet wegen der Aussage von wegen, dass das Mädchen, also dass Lola extra geschlagen wurde. Das ist halt eine Quatschaussage, ne? Das ist, muss man auch ehrlich sagen, das ist halt Quatsch, Digga. Egal, was man von Kevin hält, ne? Ob ihr ihn mögt oder andere ihn mögen und sonstiges so. Dass das extra war, da ist so Quatsch, Digga. Das ist dreist. Und Edis hat damit nichts zu tun. Nee, wenn ich Stress mit ihm gehabt hätte, dann hätte ich doch auch anders mit ihm geredet. Aber Edis, Digga, ich hab den dreimal onstream gesehen. Nee, das hat nichts damit zu tun. Ich hatte doch mit ihm gar nichts zu tun. Natürlich rede ich mit ihm anders. Und natürlich habe ich keinen Bock mit jemandem, der jahrelange Kampfsport-Erfahrung hat. Natürlich will ich nicht, dass er sich unbegründet mit einmischt. Wenn zwei andere die ganze Zeit einen machen und die laufen nur mit ihm rum. Die sind die ganze Zeit nur mit ihm rumgelaufen. Alter, ich will da auch gar nichts mehr zu sagen. Ich hasse Gewalt, damit will ich gar nichts zu tun haben mehr. Dieser ganze Müll. Ich will einfach mein Leben chillen. Ist mir auch egal, dass er nach 100 Jahren auf einmal anfängt, mir vorzuwerfen, dass ich Koks sehe, aber warum meine Freundin? Warum wir beide? Das ist fies. Ich hoffe, ihr merkt es aber auch. Jetzt auch an die Leute, die jetzt von ihm gerade hier sind. Ich hoffe, ihr merkt es. Wie respektlos das ist, eine Person damit hineinzuziehen, die mit der ganzen Streitsituation nichts zu tun hat. Außer, dass sie eine von ihm bekommen hat. Weil er wie ein Mädchen in die Menge reinschlägt. Und nur irgendwelche 14-Jährigen, die vor ihm mit Kamera zittern, große Fresse hat hier mit Skuro zusammen. Aber wenn denn irgendwer in deren Alter davor steht, da muss denn Edis vor. Das hat er erst letztes Mal gemacht. Der redet ja einfach an seinen Stream und wirft Lola vor, dass sie mit mir nur zusammen ist, weil ich irgendwie Fame bin oder Geld habe. Es ist so dreist. Zweimal. Und jetzt wirft er ihr vor, dass sie kokst. Mach doch mit mir. Mich kann man nicht angreifen. Mich juckt es nicht. Los, spendet mir nochmal 100 Euro mit... Ich weiß nicht, wie Kevin gerade drauf ist. Ich habe lange auch nicht mit ihm geschrieben oder so. Also... Oder geredet so, weil er macht ja halt andere Sachen gerade, dann ist man halt so, ne? Ich weiß nicht, wie Kevin gerade drauf ist, wie es ihm geht, wie er gerade los ist, also wie er gerade so ist, wisst ihr, was ich meine? Und
ich weiß auch nicht, was Tanzi die ganze Zeit zu ihm sagt oder wie er ihn vielleicht frontet oder andersrum und deswegen kann ich keinen richtig jetzt verstehen, ne? Und aber ich, was ich insgesamt sagen kann, ist nur, ja, das ist ja, langsam Kindergarten, safe. Das ist voll, also so viel Gelaber hin und her, das ist schon so, keine Ahnung. Ist nicht. Digga, davon gehe ich nachher essen und freue mich. Wie spät haben wir es? 16:48, okay. Weißt du, was ich meine? Aber natürlich, wenn man so redet, dann sorgt man nicht dafür. Na, guck mal, ich find beide chillig. Ich finde, Tanzi ist eigentlich ein sympathischer und Kevin kann auch ein sympathischer sein. Aber ich weiß, dass Kevin sich auch manchmal sehr unsympathisch machen kann, weil er macht halt manchmal Moves, wo man sich dann auch denkt, so, ach, Kevin. So, da denkt man sich so, Junge, warum machst du das denn jetzt? Ist doch klar, wie das wieder rüberkommt und dass wieder Leute falsch denken. Oder das halt schlimm auffassen, so, ne? Und wenn man Kevin kennt, dann denkt man sich halt jetzt einfach nur so, ja, das ist halt einfach ein typischer Kevin-Move wieder, ne? Einfach dumm gewesen in dem Moment. Aber an sich eigentlich ja auch ein lieber Junge, so, kann er sein. Und Tanzi kann aber auch genauso auch manchmal ein bisschen böser sein, wie auch lieb sein, weißt du? Das ist so, ja, die haben alle ihre bösen Seiten und ihre schönen Seiten, das ist halt so. Deswegen, Junge, keine Ahnung, gebt euch nicht die Hand, macht doch, lasst es doch einfach sein. Blockiert euch alle gegenseitig, aber fickt doch nicht weiter euer Leben, bitte. Ja, und den Zuschauer auch nur irgendeinen Fitnerversuch machen, der hat irgendwie dies gesagt, der hat irgendwie das gesagt, ja, schick einen Clip oder Lüge oder einfach wegbannen. Ich schwöre, das ist doch behindert. Mich juckt das auch nicht, wenn ihr jetzt irgendwas über Lola sagt. Das findet doch kein Ende. Jetzt einfach um ihn. Natürlich juckt es mich. Für mich juckt es nicht. Mich juckt es, dass sie angegriffen wird. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Chat-Kommentare, Lola oder so eine Scheiße. Sowas juckt mich nicht. Das ist Müll, sowas kann man ignorieren. Aber jemand, der eine Freundin mit so viel Angriffsfläche hat, und die auch, jemand, der weiß, wie das ist, wenn seine Freundin die ganze Zeit blöd angemacht wird, wie aufgrund ihres Berufsumfeldes, da finde ich es einfach absolut lächerlich, dass man selbst dann einfach dazu neigt, die Freunde, die damit nichts zu tun hat, selbst mit reinzuziehen. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was ich meine. Das ist halt, das ist lächerlich. Aber das müssen doch selbst... Ich glaube, der Unterschied ist aber, ich glaube, Shaden sagt, glaube ich, zu der Sache gar nichts. Ich weiß es nicht. Genau. Ich glaube, Lola aber selber hat, glaube ich, auch hier und da mal ein bisschen auch zurückgefrontet, glaube ich. Wäre für mich jetzt die einzige Erklärung, warum Kevin jetzt vielleicht auch ein bisschen manchmal gegen Lola was sagt. Aber ansonsten wüsste ich nicht. Aber, ja, Koks auch sagen und so, solche, also dass man irgendwas nehmen würde oder so, ja, muss halt nicht sein. Die Leute sehen, die auf seiner Seite sind. Also das ist wirklich bescheuert. Kannst du von dem Geld direkt morgen einen Hardtest machen? Kannst ja easy beweisen, dass es nur Gerüchte sind. Ich habe das ja auch nur gehört. Ey, Leute. Junge, ist behindert. Dankeschön für die 100 Euro. Ja, ich werde auf jeden Fall ein Hartes. Warum macht er das denn, Digga? Er weiß doch, wie das rüberkommt. Aber ich glaube, Kevin, es ist auch egal mittlerweile, wie es rüberkommt. Deswegen macht er das auch. Ja, ich kann ja nichts so sagen. Das ist ja, was soll ich dazu sagen? Ich kenne nur... Man kennt sich. Ich weiß nicht, was der Junge gerade durchlebt, was er gerade macht. Keine Ahnung. Ja, der ist im Modus gerade. Die sind alle im Modus, Digga. Ich weiß nicht. Ich würde ja sagen, die müssen alle im Urlaub, aber Kevin wohnt im Urlaub, weißt du? Und Tanzi jetzt nicht. Aber, ach, Digga, keine Ahnung. Die brauchen halt alle noch mehr Sonne. Ich weiß es nicht. Allen geht's gerade nicht gut. Corona hat uns gefickt zu lange. Es ging einfach zu lange. Es ging einfach alles zu lange. Aber ich glaube, der kostet in Berlin 300 Euro. Oh! Zwischen 200 und 300 Euro. Ich glaube, Orange, ich brauche nochmal 100. Ey, Bro, wärst du nochmal so lieb? Ich bräuchte nochmal 100. Ey, das wäre echt lieb von dir, weil sonst kann ich den nicht machen. Das wäre halt minus Steuern. Um Gottes Willen, das habe ich ja vergessen. Um Gottes Willen, aber den kann ich bestimmt absetzen. Ich mache mal, ich stream einfach dabei und das ist ein geiler Content. Das hat der auf Twitter gepostet, also dieser Dono-Text. Kevin oder was? Aber irgendwie, Also er hat das safe donated, ja? Weil irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, hat er? Okay, oh mein Gott, Kevin. Wer bezahlt denn 100 Euro für so eine Scheiße? Na, komm doch wenigstens mal zu deinen alten Leuten in den Stream rein und hau mal wenigstens hier so Geld rein auf, so... Yo, hier, ich hab's ja gerade. Hier, kauf dir mal was Schönes zu essen oder so. Oder kauf dir irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber nein, der gibt 100 Euro dafür aus, Digga, bei anderen Leuten reinzuschreiben und irgendwelche Vorwürfe zu machen. Also wirklich, Digga. 100 Euro für so einen Text? Warum nicht einfach ein Zehner oder so? Extra 100 nur um zu zeigen, jetzt wegen dem Geld oder was? Ach, ey. Ey, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch schon so ein hohes Stresslevel bei allen mittlerweile. Vielleicht können die sich jetzt mittlerweile auch schon medizinisches Marihuana von Ärzten verschreiben lassen. Vielleicht hilft es auch zum Chillen. Und wir haben in 5 Monaten haben wir schon wieder Gamescom. Das kann ja was werden.
Schick mir noch ne Mische in mein Kopf voll rein. Geleit alle meine Sorgen.